Herzlich willkommen zur ersten Video-Recap-Runde nach der ersten On-Point-Debatte. Irene und ich freuen uns sehr, euch hier ein paar unserer Preisträger nicht nur vorstellen zu dürfen, sondern live mit Ihnen zu sprechen. Da ist zum einen Stefan Reif. Er hat den Preis gewonnen für das Best Debate Statement, also den besten Beitrag zu unserer ersten Debatte zum Thema LinkedIn bzw. Social Media Algorithmus. Wir haben bei uns den Pascal an Bord. Der Pascal ist unser On-Point Engagement Role Model. Das heißt, das ist eine Auszeichnung für Leute, die sich besonders engagieren bei der ganzen Aktion. Ja, sperriger Name, On-Point Engagement Role Model. Und wir begrüßen die Stefanie. Stefanie Schaffner und Patricia Moro haben den Preis für das beste Kommentar zum Artikel gewonnen. Da haben unsere Teilnehmer bzw. auch die Gruppenmitglieder abgestimmt. Also alles sehr basisdemokratisch sozusagen. Und dann gab es auch noch die Britta Behrens, die teilt sich mit dem Pascal den On-Point Engagement Role Model Preis. Muss ich jetzt mal noch nachlesen. Also herzlich willkommen, herzliche Gratulation. Liebe Irene, du hattest die meiste Arbeit. Wie ist dein Fazit zur ersten Runde? Also ich bin total begeistert, wie alle Debattenteilnehmer sich engagiert haben, waren voll dabei. Man weiß auch nie, wenn man sowas zum ersten Mal startet, war ja für uns beide neu in der Konstellation, wie das aufgenommen wird, fand ich total cool, dass gerade die Leute, die jetzt auch mit uns hier sitzen, Pascal und Stefan, sofort gesagt haben, finde ich cool, mache ich mit, ich möchte die Community supporten, sensationell. Und ja, das Thema hat auf Interesse gestoßen, wie es scheint. Ne? Hat sich auch die Community aktiv beigetragen, sieht man ja auch in der Stefanie oder an der Patricia, die haben sich ja auch aktiv beteiligt, sonst würden die jetzt auch nicht hier mit uns diesen Preis teilen. Also total spannend. Apropos Stefanie, wie schreibt man denn eigentlich einen guten LinkedIn-Kommentar, der der Community gefällt? Boah, also ich, also was ihr da in meinen Kommentaren lest, das bin 100% ich und das war eigentlich so ein Spontan-Kommentar, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte nie gedacht, dass der irgendwie bepreist oder so gut ankommt. Und meine Gedanken direkt auf in den Kommentar rein und freundlich, sachlich und ja, einfach ungestellt. Ja, ich glaube, das Wort authentisch ist überstrapaziert, aber es hat schon doch seine Berechtigung. Stefan, war das bei dir ähnlich? Bin in deinem Fall ja kein Kommentar, sondern eines der 12 Statements zum Algorithmus. Naja, ich habe halt tatsächlich genauso wie die Stefanie, liegt vielleicht am Namen, genauso beantwortet, wie ich sonst auch antworten würde. Ich habe mir auch schon von der Werbetexterei von vor x Jahren einen eher umgangssprachlichen Ton angewohnt, also so wie ich mit dir auch sprechen würde. Und ich habe eben, weil ich vom Algorithmus ein bisschen was weiß zwar, aber ansonsten ist er mir in der Tat egal, weil mir ist wichtig, dass die Inhalte meiner Aussagen einigermaßen passen. Und das habe ich da reingeschrieben. Also ist mir eigentlich egal. Und ich versuche, die Posts eben so zu beschreiben oder so zu texten, dass die gut verständlich sind und dass es wirklich das ist, was ich auch sagen will. Ohne viel Hintergedanken, wenn man das so sagen kann. Nee, überhaupt ja, nicht. Also LinkedIn ist bei mir im Moment noch so ein Versuchsballon. Ich taste mich da rein, habe schon ziemlich gute Erfahrungen hier gemacht und kriege so langsam raus, wie der Algorithmus für mich funktioniert, ohne dass ich mir Gedanken über den Algorithmus mache, sondern nur, was muss ich tun, wenn ich Reichweite will, was muss ich tun, wenn ich tatsächlich ein bisschen klugscheißen will. Und das mache ich dann halt entsprechend. Und so langsam merke ich, was gut funktioniert. Ein guter Algorithmus ist wie eine gute Fußmatte. Es fällt nicht groß auf, dass sie dort ist, aber sie funktioniert. Kochrezept, jetzt Fußmatte. Auf die Schnelle nichts Besseres als Fußmatte eingefallen. Pascal, warum hast du dich engagiert? Warum hast du in der Debatte mitgemacht, mehrfach kommentiert? Was hat dich daran interessiert oder was findest du spannend an solchen Formaten? Das ist eine gute Frage erstmal. Tatsächlich ist es so, ich bin kein Algorithmus-Spezialist, wie auch einige, die mitgemacht haben, keine Coder oder sonst was sind. Sondern jeder hat so seinen Expertisenbereich und innerhalb dieses Expertisenbereichs kann man halt dann was dazu sagen. Und das fand ich tatsächlich mal spannend, sozusagen dann runterzubrechen von Algorithmus auf Marke, was mein Thema ist, um zu gucken, was bedeutet das denn eigentlich? Und tatsächlich war das für mich eine interessante Übung. Und ja,
dann fand ich auch sehr spannend, was andere dazu gesagt haben. Es kamen ja auch kritische Kommentare, die gesagt haben, es ist ja nur Bullshit und gar keine echten, wahren Datengeschichten. Ich sage, ja, das ist auch nicht meine Expertise, aber ich kann ja zu meinem Thema was sagen. Und das fand ich spannend und deswegen habe ich mich ja dann auch schön engagiert offensichtlich. Ich freue mich natürlich auch über den etwas sperrigen Award-Namen. On Point Engagement Role Model. Genau. Das passt bei LinkedIn nicht mal so irgendwo rein, aber ich freue mich trotzdem. Was vielleicht nicht alle Zuseher wissen, beim Format ist es ja so, dass wir ein Thema bekannt geben und die Teilnehmer geben dann ihre Statements ab, lesen die aber nicht gegenseitig. Stefan, du hast selber mitgeschrieben. Pascal, du hast es eh schon erwähnt, ich finde das eben auch spannend dran, dass man mit unterschiedlichen Backgrounds, unterschiedlicher Expertise ein Thema bewertet. Aber Stefan und Stefanie, wie war das für euch, so die unterschiedlichen Standpunkte als Teilnehmer bzw. als Leserin des Artikels dann und Kommentatorin? Ja, das war. Danke, Stefan. Das war auf jeden Fall super interessant, weil die Statements, wenn man sich so ein bisschen befasst mit den Personen, haben auch zur jeweiligen Person gepasst, fand ich, so die Perspektiven. Und es war super interessant, dass verschiedene Menschen verschiedene Sichtweisen zu diesem Thema eben teilen. Und das ist sehr interessant gewesen, auf jeden Fall. Ja, dem kann ich mich komplett anschließen. Auch für mich war es spannend zu sehen, wer was schreibt. Gewundert habe ich mich nicht, dass die meisten wirklich sich große und sehr viele Gedanken gemacht haben über den Algorithmus. Und es hat mich manchmal, also ohne dass es jetzt despektierlich klingen soll, aber so ein bisschen amüsiert, wie wissenschaftlich teilweise dieses Thema beschrieben wurde oder auch daran gegangen wurde, um irgendwie vielleicht doch eine Hintertür zu erwischen, den Algorithmus für mich gut auszutricksen oder eben zu nutzen. Und das geht an mir ja komplett vorbei. Darum habe ich ja auch meinen Post entsprechend formuliert. Aber das fand ich dann schon hochinteressant, weil die Diskussion über den Algorithmus, die lebt ja auch außerhalb von OnPoint. Das sehe ich ja immer wieder. Und die meisten sind halbe Wissenschaftler. Sehr gutes Stichwort. Ihr findet natürlich den Link zum Artikel mit allen Statements hier auch beim Video. Es gibt eine Gruppe zu OnPoint. Man findet die Postings auch über den Hashtag OnPoint. Und in der Gruppe wird Irene morgen das Thema für die nächste Runde bekannt geben. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Irene, das letzte Wort hast du. Genau. Ich möchte mal auf den Stichpunkt aufgreifen, den Pascal gesagt hatte, dass wir alle keine Experten sind. Darum geht es auch gar nicht. Wir wollen tatsächlich auf der Plattform eine Diskussionskultur etablieren und wirklich Themen adressieren, wo jeder eine Meinung hat, jeder einen Standpunkt hat, den er vertreten kann. Ja, und vor allen Dingen ging es uns auch um die Leute, die jetzt nicht aktive Content-Creator sind, aber trotzdem etwas zur Community beitragen können, indem sie sich aktiv an solchen Diskussionen beteiligen. Und das finde ich so unheimlich wertvoll und kann wirklich nur an alle da draußen appellieren. Ihr seht an Pascal, an Stefan, an Stefanie. Jeder kann sich in der Community aktiv beteiligen und wirklich einen Mehrwert für alle gesamthaft schaffen. Ja? Und deswegen freue ich mich auf das nächste Thema. Also seid dabei bei der nächsten Runde. On Point Nummer 2. Tschüss, danke nochmal. Tschüss. Danke auch. Tschüss, schönen Tag.